Der süße Drops. Liegt er da jetzt? So. Ja, aber der. Hier, was denn? Müssen wir von hinten einmal dazwischen nehmen. Andersland, Baby, Andersland. Oh. Ja, da unten durch, genau. Ja, los. Einen wunderschönen guten Tag gewünscht da draußen, meine Lieben. Nur an den Seiten. Ich bin gerade erschrocken. Ich habe gerade Janine gesagt, dass ich den Schminktisch verkaufen möchte, weil er hier einfach nicht benutzt wird. Weil sie eh immer unten schwingt am Essen. Ja. Und ja. Jetzt nimmt sie ihn mit. Für Ashanti, oder? Für ihre große Tochter. Ich habe den so selten und so wenig benutzt. Schade, ja. Aber ich habe es immerhin geschafft, die Knöpfe zu wechseln. Das ist ja schön. Ne? Ach, die gehören gar nicht dazu eigentlich. Vor allem an den Flieger. Die sind schön. Was dazu? Jetzt hat sie mir hier die Kosmetik hier reingeschmissen. Das müsste ich eigentlich auch mal aussortieren. Ja, manche Sachen kannst du auch gerne mir geben, so eine Banana-Dinger oder so. Wo ist denn da der Deckel von? Keine Ahnung, der ist auch hier. Nee, ist nicht der Deckel. Aber kannst du mir was von der Lippenstiften abgeben? Du hast voll viele von Banana Beauty. Was ist denn mit deinem Zimmer, Eule? Da wollte ich eigentlich noch ein bisschen was machen hier. Guck, ich wollte eigentlich den Tisch dann den kleinen, also wenn ich den bekommen würde, den wollte ich gerne hier hinstellen, Mama. Das habe ich nämlich gerade drauf gemacht, das ist so eine Maske, das war beim Blender drin. Oh, Alter, mach mal bitte. So? Ja. Guck mal, ich wollte dann. Nee, ich möchte, dass du da in die Ecke, wenn es dann da leer geräumt ist, doch eine Garderobe machst und so. Und außerdem möchte ich, dass die Regale da schön gemacht werden. Du möchtest, dass hier gerne so ein Stab hinkommt und dann fällt ich da hängen. Nein, keine Stange, sondern so. Ach so, für Taschen? Eine Haken heißt die, ja, oder irgendwie sowas. Was ist denn hier überhaupt alles in diesen ganzen Taschen drin? Ich möchte also, das nicht. Also, das sind die Sachen, die Amy mir mitgebracht hat von sich. Das ist nur Farbe und so, das muss weg. Und hier die Tasche, weiß ich auch nicht, die ist einfach in mein Zimmer gestellt worden. Irgendjemand. Und was ist das für eine Tüte? Was ist da drin? Sag nicht, dass da Wäsche drin ist. Nein. Ist da Wäsche drin? Nein. Mara, ist da Wäsche drin? Vielleicht. Oh Mann. Ja, guck mal, mach die Ecke mal frei und dann machen wir dir die Regale da schön sauber einmal. Also alles einmal abräumen. Und ein bisschen schön machen und dann schieben wir hier den Tisch auch richtig ran. Das geht nicht richtig ran. Weil? Wegen der Steckdose, weißt du. Wegen der Steckdose. Ja, dann mache ich, dass es geht. Ist ja nichts Problem. Alter, was stimmt nicht mit ihr? Also, falls ihr mal zu mir kommt und eine Maske wollt, ihr müsst zu Mara gehen, ne? Was ist in der Bumsbude hier los, ey? Besser als sonst, aber trotzdem eine Katastrophe irgendwie. Hat sie sich einen Eimer mitgenommen? Ja. Oder war das für die Treppe? Nee. Das ist, war extra nur für diesen Tisch gedacht. Mit einem Abschminken. Die Treppe kriegt eine extra Pflege, hallo? Ach so. Ja. Naja. Ich hasse es, wenn dieses Ding hier oben ist. Unten ist mein Mensch. Alter, alles okay bei dir? Ja, so laut ist. Musstet ihr, was habt ihr für einen Boden? Was habt ihr für Boden bei euch? Teppich? Ja, dann würde ich da Filzen noch ein bisschen noch drunter machen, weil sonst. Sind da keine drunter? Nee. Das hätte sich das gerade nicht so angehört. Das ist immer
Das ist auch so Plastik. Ja, so ein Plastiknupsel wahrscheinlich. Ja, die Dinger. Ja, cool, dann wäre der Ecke hier frei und dann können wir mal gucken, ob wir uns hier vielleicht nochmal ein Regal hinstellen oder ich weiß es nicht, irgendwas vor die Fenster möchte ich auch haben, weil ich kann ja nicht mal in Ruhe ins Bett gehen abends oder so, weil ich immer Angst habe, ich werde von draußen beobachtet. Hä? Wo soll ich denn hier einer beobachten? Ja, was ist denn, wenn ich das... Fernglas oder was? Ja. Krass. Ja. Ja. Ich muss jetzt noch eine Story machen. Ich mache jetzt gleich noch ein bisschen Sporty Activities. Ich habe neue Bänder bekommen, richtig geile. Aufgeregt, glaube ich. Oh, ey. Er piept. Ich piept. Dann müssen wir das mal muss bei halten. Dass der nicht. Irgendwas das so? Ja. Damit der nicht oben oder irgendwo rausflattert. Ich sehe nur ein Rohr. Ja, was siehst du? Also nur ein Rohr? Kannst. Ja, das ist das Rohr. Deswegen ist das ja übereckt. Das ist der Eingang hier. Der Einschub für das Abgasrohr. Das heißt, da ist er jetzt drin oben, oder? Da muss hier. Er hier, müsste er sitzen, glaube ich. Hier ist doch schon voll geschissen. Der war hier. Ja. Der kommt und geht, was? Wo ist denn das? Tja, wie tief ist das? Das ist, wo ich sag, da ist Karmelit drin. So hier irgendwo wird es sein, ne? Das wird hier, ich denke mal so in der Höhe. Alter, der verarscht. Ist er draußen? Da ist ein Spatz. Ist er draußen? Da hinten am Fenster irgendwo. Ach Mensch. Da sollte ihr nicht gehoben. Oh nee. Wo ist er denn? Das ist er. Wo ist er denn jetzt? Du Süßer. Guck mal hier. Wo ist er denn jetzt? Da. Nee, dahinter. Jetzt so. Wo kann man jetzt aufstehen? Ja, jetzt sitzt da runter. Ich kann den mal gleich durchstoßen. Wo ist der jetzt? Hinter dem Baum. Von dem einen Loch ins nächste Loch. Oh, süß. Aber du bist gerettet. Ja, schön. Mutti, halt mal kurz. Er ist gerettet jetzt. Oh, er ist auf dich gegen geflogen. Ja, aber gleich hat er es. Pass mal auf, dass er da noch. Danke. Welche? Ja, genau so. Oh, der süße Drops. Liegt er da jetzt? So, ab da. Ja, aber der. Hier, was drin ist. Müssen wir von hinten einmal da zwischen den. Anders lang, Baby, anders lang. Oh, ja, da unten durch. Genau, ja, los. Was ist das? Tschüss. Ja. Yeah. Oh. Na bitte. Nee, die kommt mit. Mama kommt mit. Und warum machst du nicht? Ich habe eh keinen Platz für einen Kindersitz. So. Ich bringe jetzt Janine nach Hause. Weil, wegen Jim. Kussi! Ich bin doch gleich wieder da. Nein, aber trotzdem Kussi. Ich gebe dir immer einen Kussi, wenn du gehst. Ja, schade. Mama, und ich darf ich dann meinen kleinen Tisch essen? Mit Pizzabrötchen? Ja. Ja. Mama, weil dieses mein Deo, zeig nochmal, mach mir dann drauf ein bisschen noch. Zeig mir. Ich gehe eher nicht mit, aber ich möchte trotzdem. Danke. Bitte. So. Nicht mal hier. Was ein Schrecken. Immer wenn Janine hier ist, passiert irgendwelches komisches Zeug. Voll krass. So. Handy noch. Gut, dann bis gleich, ne? Gleich. So. Bis gleich, Maras. Machst du zu hier? Ja. Papa! Ja, ich hab gestern. Den Folien verlaufen, lege ins Brett da. Ich hab das auch essen.
so wenn ich eben rauszulegen, wenn ich. Das ist mein Ende. Hi! Das ist witzig. Ja, ich weiß auch nicht, ich weiß gar nicht mehr nach dem Schreck von gestern. Ich weiß, was wir heute machen können. Wir gehen heute alle zusammen zum Frauenarzt. Was hab ich schon da? Wir müssen quatschen mit dem, wie heißt er? Nee, das können wir jetzt nicht sagen. Wir können nicht jedem sagen, wo wir zum Arzt gehen. Würdest du auch hingehen, nur zum Kaffee trinken, wa? Ja. Bisschen Geschichten anhören. Der ist nett. Bisschen Geschichte anhören von früher. Gerne, da würde ich mir einiges anhören. Da kann man bestimmt einiges erzählen. Ja, der sieht auch aus wie so ein Geschichtenerzähler, ne? Ein Geschichtenerzähler, der erzählt dir die ganze Vergangenheit von ihr. Mama? Ja? Mama fährt mit mir zu den Nationals. Cool. Es war am 1. August 1999 kam sie hier das erste Mal hin mit ihrer besten Freundin. Wie hieß sie noch gleich? Ja, auf jeden Fall habe ich gestern, ich weiß nicht mehr, wo ich da aufgehört habe zu filmen. Das, was ja von uns für euch bis morgen um 18 Uhr den Leuten ist hier, die um mich rumsitzen, ja nicht mehr geholfen irgendwie. Erzählen alle Mist. Alle sind so nicht zurechnungsfähig. Ihr Born, mein Mike. Tschüss.